Ayo, ihr Pressmen, und willkommen zurück zu LEGO Star Wars, die komplette Saga. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie der Imperator gestorben ist und wie Darth Vader gestorben ist. Und nun begeben wir uns in das letzte Kapitel der letzten Episode. Und wir spielen natürlich die Story. Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Kapitel 6: In den Todesstern. Mit der Hilfe der Ewoks ist es den Rebellen endlich gelungen, den Schildgenerator des Todessterns auf Endor zu zerstören. Im Himmel über ihnen steht die Rebellenflotte unter schwerem Beschuss durch imperiale Schiffe und den Todesstern selbst. Viele ihrer Schiffe wurden zerstört. Doch nun kann General Lando Calrissian den letzten Angriff auf die absolute Waffe des Imperiums beginnen und den rasenden Falken tief in sein finsteres Herz steuern. Punkt, 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 Punkt. Okay, wir spielen den rasenden Falken, was auch sonst. Und ich guck mal, was wir jetzt machen müssen. Wir können uns Torpedos holen. Dann sieht es mir doch so aus, als müssten wir die Kugeln auf dem, also diese Schildgeneratoren für die Schutzschildgeneratoren, für die Todessterne, müssten wir mit diesen Torpedos zerstören. Ja, da liege ich anscheinend richtig. Und das müssen wir ein paar Mal machen. Na? Das Geld hier noch haben? Dankeschön. So, hier kann ich auch schon mal die Kanonen ein bisschen kaputt ballern. So, gut, dass ich hier mal einen nach hinten schieße. So, ah, hier. Nur diese Bomber-Wings haben die Torpedos, sehe ich gerade. Ich frage mich jetzt allerdings immer noch, wie oft wir das machen müssen. Ich muss gleich mal eine Runde nach rechts fliegen. Eine Runde nach rechts fliegen, ja, das klingt ja auch gut. Ich muss mal eben nach rechts fliegen. Gucken, ob da noch einer ist. Ansonsten, nein, da geht's nicht weiter. Das heißt, ich muss nur drei davon zerstören. Ja, nur drei. Vier muss ich sogar, sehe ich gerade. So. Hier mit dieses Multischießen, das ist total cool. Immer oben und unten einschießt, dann kann er immer auch so nach hinten und gleichzeitig nach vorne. Ey, ich will den Torpedo. Nein, schade. Vier Stück müssen wir davon zerstören. Na, das kann ja was werden. So. Haben schon mal unsere Herzen wieder aufgeholt. Und dann diese Bomber, Alter, die sind noch voll selten, habe ich das Gefühl. So. Gleich mal das Geld holen. Power up, power up, power up. Ja, geil, da kommt man nicht ran. Ist ja richtig schlau gelöst. Auch wieder so ein Bomber. Warum fliegt hier kein Bomber rum? Bomber. Da hinten ist einer. Sehe ich doch. Zack, so, komm, komm. Nein. Zack. Und da habe ich doch gesehen, da ist doch noch einer. Da. Kann ich nämlich gleich zwei Generatoren ausschalten. So. Ey. Komm her, Mann. Zack. So, Päckchen nehme ich auch gerne. Sehr schön. So, jetzt können wir das. So, und nehmen wir den noch mit. So. Und da geht das erste Schiff auch down. Tschüss. Junge, das fliegt aber ganz schön weit. Also, mal sehen, wann es überhaupt mal irgendwie einen Planeten wieder trifft oder so. So, ich suche natürlich gerade wieder den nächsten Bomber. Die sind aber echt ein bisschen seltener als die anderen, ne? Alter. So, TIE Wing und TIE Interceptor. Da ist ein Bomber. Bomber Wing.
Ja. Ist jetzt mal her. Mann. Diese Dinger, immer diese Dinger, die aus dem Bild fliegen. Aus dem Bild fliegen. Oh geil, gleich drei. Fresh. Zack. So, haben wir einen ersten. Und der zweite kommt natürlich auch direkt. So. Der war doch hier hinten, oder? Eigentlich nur einer. Bin ich blöd? War doch gerade noch einer. Ich will diesen Bomber, dann habe ich nämlich gleich drei Torpedos. Aha, dankeschön. So. Ich bin doch blöd, oder? Zack, so, einer. Jetzt fehlt da noch einer. Jetzt fehlt doch noch einer, oder nicht? Oder bin ich jetzt komplett blöd? Doch gesehen, dass ich vier machen muss. Ah, hier. Ja, war es das jetzt auch, oder? Weil dann müsste ja gleich eine Zwischensequenz kommen. Hm. Ab geht's. Wir sind jetzt im Inneren des Todessterns. Wir haben hier genug Platz, mit unserem dicken Schiff hier immer noch die geilen Moves zu machen. Ich muss ein bisschen langsamer fliegen, dass ich auch das Geld noch einsammeln kann. Okay. Jetzt schon mal gescheitert hier. Zack. So, ansonsten kann ich, glaube ich, auf dem Rückweg dann auch nochmal ein bisschen Geld einsammeln. Wenn wir nicht im Inneren verrecken. Ist ja ehrlich gesagt, was ich ehrlich gesagt nicht hoffen will. Ich meine, es ist ja auch gut, dass wir den ganzen Todesstern von innen schon mal nehmen, auseinandernehmen, wollte ich sagen. So, können wir gleich so viele mitnehmen, wie es geht. Scheiße. Schnell zurück. Na schade, Torpedos werden despawnen nach einer gewissen Zeit. Ja, genau, ich wusste, dass ich jetzt sterbe. Aber egal, haben wir wieder vier Herzen, das ist gut. Komm her. So, zack. Ist ja immer schön weiterballern hier. Das Problem ist, wenn man halt dann so zweimal getroffen wird, ne? Hat man schon mal ein Problem. Oh Mann. Komm, das ist doch blöd hier. So. Jetzt nochmal, bitte. Sehr schön. Auch schon mal das Päckchen. Mini-Key. So. Komm, stirb da jetzt. Gott, hier brauche ich ja noch mehr. Auch nochmal drei. Hab ich schon gefragt, wie es hier weitergeht. So. Erstmal, okay, da geht's nicht rein für mich. Hm. Dann wieder zurück und den Haufen Torpedos holen. Ja, im Film war man da irgendwie schneller unterwegs, oder? Boah, Alter. Waren das viele. Toll, Alter, wenn die alle auf mich losballern, dann kann ich doch gar nicht überleben eigentlich. Ah, geh drauf. Get down. Dennoch. Und dann haben wir es doch, Alter. So, zwei Herzen, na geil. Das ist jetzt nicht unbedingt der Traum. So, ich nehme zur Sicherheit, wie gesagt, immer so viele mit, wie es geht. Komm, Alter, das Geld einsammeln, ne? So, den noch.
hier geht's dann auch zur nächsten Tür, die sich nicht öffnen will. Oh, Alter. Raketen auch noch. Scheiße. Einer hat mich doch noch erwischt. So. Und... Na komm, komm. Komm. Ah, schade. Und? Ist das da schon der Reaktor? Was ist denn da los? Ja, das mit dem vollen Jedi oder wahren Jedi wird wohl nix. Bräuchte man einen Punktemultiplikator? Oh Gott. Das war immer das Stressige, genau. Ja. So. Oh Junge, ich sehe gerade nichts. Fuck, Mann, ich wollte gerade ausweichen. Ist ja gut. Wer verstanden, ihr mögt mich nicht. So. Verdammt, ich hab schon wieder ein zu wenig hier. So, jetzt gehen wir hier dann schnell vorbei. Oh, schnell weg. Ach komm. So. Schnell erledigen alles. Oh Mann. Jetzt ballern wieder alle auf mich. Sterbe ich ja gleich. Da habe ich gerade noch so ein Herz einsammeln können. Boah, Alter. Hat irgendwas kaputt geschossen. So, komm. Das nehmen wir jetzt auch noch mit. Ah, roter Stein. Nice. So, Gott. Jetzt nochmal drauf gehe, Alter. Ist auch nochmal auf? Nein? Gut. Kann halt nicht. Ey, Mann. Wo ist mein Auto? Na komm. Ah, Mann, so. So. Ah, komm doch her, Alter. Ich brauch nur nochmal einen Torpedo. Ich hoffe, der ist gerade draufgegangen, Alter. Ein Torpedo. Zu viel verlangt. Ich schaue mal genau in die Richtung, in die ich nicht will. So, jetzt haben wir schnell Geld, 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 Geld. Oh, scheiße. Da sehen wir schon. Explosion und alles auf mich zu. Folgt mir direkt. Ich habe gar keine andere Chance als zu flüchten. Oder gar keine andere Wahl. Vielleicht besser. Natürlich bleibt meine andere Chance. Sterben. Oh, dachte, hier war schon Ende. So. Was mit dem wahren Jedi wird nichts mehr. Schade. Na gut, haben wir es halt im letzten Level nicht geschafft. So. Ja, hier ist gleich. Aber doch, hier gibt es noch einen Raum. Ja, aber komm, das wird nichts mehr. Wenn das noch was wird. Ja, komm. Jawoll! Auch im letzten Level von allen 6 Episoden haben wir es nochmal geschafft. Alter, perfekt, Junge. Und 7 von 10 Päckchen. Das sind mehr, als wir jemals in irgendeinem Level hatten, glaube ich. Sollte mich eigentlich die Frau immer so im Arm liegen? So, Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Es war Episode 6 abgeschlossen, Super Story freigeschaltet. Unendliche Torpedos freigeschaltet. Das ist ein cooles Extra. Wahrer Jedi 100%. Geil. Ach, ich habe mich übrigens gerade vertan. Wir haben natürlich in einem Level auch noch
10 Päckchen geschafft. Also 7 von 10 ist aber trotzdem schon richtig gut dafür, dass es nur die Story ist. 1.894.500. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wird ein TIE Fighter. 100.000. Und nochmal 100.000. Damit haben wir auch die 2 Millionen geknackt. 2.094.500 Stutz haben wir in diesem Let's Play gesammelt. Story beenden. Und das war nun das erste Let's Play, das ich abgeschlossen habe. Wir kämpften uns von Anfang an durch einen Haufen Druiden, durch das Druidenkontrollschiff besser gesagt. Danach ging es auf den Planeten Naboo, wo wir uns weiter durchkämpften und schließlich in den Theed Palast, wo wir die Königin retteten und uns auf den Weg machten nach Tatooine, wo wir das Podracer-Rennen gewannen und Anakin Skywalker zu unserem Begleiter wurde. Danach wieder zurück nach Naboo, um die Schlacht gegen die Druiden zu führen. Ein Ablenkungsmanöver. Und dann sind die Jedi auf Darth Maul getroffen, den wir getötet haben. Und dabei haben wir leider Qui-Gon Jinn verloren. Das wird die Superstory sein. Das ist dann wahrscheinlich auch noch. Mit einem X-Wing? Naja. Und danach ging es durch den Großstadtdschungel von Coruscant 10 Jahre später mit Anakin als Padawan von Obi-Wan, danach mit Obi-Wan auf Kamino, um Jango Fett zu stellen, den wir dort leider nicht bekommen haben. Dieser ist nämlich nach Geonosis geflüchtet, da sind wir gerade auf Geonosis, Padme und Anakin entdecken die Druidenfabrik. Das ist in der geonosianischen Kampfarena, wo wir dann Jango Fett letztendlich töteten und uns die Jedi noch zur Hilfe kamen. Kanonenbootkavallerie, wo wir das Schiff davon abhielten, zu starten. Das ist immer noch dasselbe Level. Ne, falsch, das ist schon gegen Count Dooku das Level aus der Zwischensequenz. Das ist auch die Superstory und Count Dooku haben wir auch dort leider nicht bekommen, aber wir mussten auch von niemandem Abschied nehmen in der zweiten Episode. Das ist auch noch, gehört auch noch zur Superstory. Danach ging es in Episode 3 in die Schlacht über Coruscant, wo wir Anakin und Obi-Wan spielten, die sich durch die Schlacht kämpften. Danach zur unsichtbaren Hand, dem Kontrollschiff von Grievous, wo wir Grievous leider nicht stellen konnten, aber dafür ging es danach nach Utapau, wo wir ihn dann endgültig töteten. Im Level danach spielten wir Yoda und Chewbacca auf dem Planeten Kashyyyk, der Heimat der Wookies, wo sich die Klone auf einmal auch gegen die Jedi wandten. Und da sind wir zurück auf Coruscant, am Jedi-Tempel mit den falschen Klonen. Und das ist Mustafa, wo das Battle der Legenden stattfand. Kampf der Giganten vielleicht besser. Und zwar Anakin gegen Obi-Wan, wo Anakin zwei Beine und der linke Arm abgehackt worden sind von Obi-Wan. Und danach ging es in meine Lieblingsepisode, Episode 4. Da sind wir gerade auf der Tent of Four, dem Diplomatenschiff von Prinzessin Leia, wo R2-D2 und C-3PO zu sehen waren. Jetzt sind wir in Ben Kenobis Hütte und Luke bekommt gleich das Lichtschwert seines Vaters. Dort befinden wir uns in Mos Eisley, wo wir gerade mit dem Landspeeder angekommen sind und aussteigen. Das ist ein Level weiter. Wir wollten nach Alderaan, doch Alderaan ist zerstört. Stattdessen landen wir im Todesstern, wo wir dann, nachdem wir die Prinzessin befreit hatten, in der Müllpresse landeten, die zum Glück rechtzeitig abgestellt worden ist. Um danach
auf den vierten Mond von Yavin zu fliegen, wo die Rebellenbasis ist, und den Todesstern von dort aus anzugreifen und zu zerstören. Und das ist wieder die Superstory hier. Da sehen wir nochmal den Graben, durch den wir fliegen mussten. Und dann haben wir den Todesstern zerstört. Da sehen wir ein Vampa, das Viech, das uns angegriffen hat, als wir in Episode 5 auf dem Eisplaneten Hoth unseren Rundgang gemacht haben. Das ist der Kontrollgenerator oder der Stromgenerator für die Echo-Basis. Dort sehen wir, wie der rasende Falke in die Blockade der Sternzerstörer fliegt. Und hier sehen wir, wie Luke mit seinem X-Wing auf Dagobah feststeckt. Hier sehen wir, wie der rasende Falke in der Wolkenstadt landet, so rum. Und da sehen wir, wie wir selbst in der Wolkenstadt landen, um uns Darth Vader zu stellen. Hier ist die Superstory, da sehen wir gerade Bosk und ich glaube, das ist Count Dooku, der Rechte. Bosk ist ein Kopfgeldjäger. Das gehört auch noch zur Superstory, man fliegt Miniaturmodelle der richtigen Raumschiffe und muss so viel Geld wie möglich sammeln. Jetzt geht es wieder los mit Episode 1, was mich verwundert, deswegen muss ich den Abspann nicht beenden, denn wir können uns das jetzt angucken. Das war wahrscheinlich ein falsches Bild eben, das ist nämlich an Jabbas Segelbarke, als Luke seine Kunststücke macht, um den Schüssen auszuweichen oder um den Sarlacc zu entgehen. Und da sind wir auf Endor, wo ein Scout-Pilot uns entdeckt hat und nun flüchten will. Da sind wir weiterhin auf Endor, wir verstecken uns gerade und finden, oder wir sind von den Ewoks gefunden worden, die uns in ihr Dorf aufnahmen. Da sind wir auf der Landeplattform, direkt neben dem Schutzschildgenerator, wo uns Darth Vader zum Imperator abholt. Das ist Admiral Akbar im Mon Calamari Sternenkreuzer, so rum. Das ist ein Bild aus dem Ewok-Dorf. Und hier, das ist ein Bild aus dem Speederbike-Level, wo wir immer die Generatoren zerstören mussten, damit wir im Endeffekt das Schutzschild zerstören konnten. Das ist ein Bild vom Podrennen, das wir gewonnen haben. Und das sieht mir nach... Das kann ich nicht genau identifizieren, sagen wir so. Das ist natürlich Episode 2, die Kanonenboot-Kavallerie. Und es geht natürlich noch weiter. Dort haben wir einen Sternzerstörer, und zwar der Sternzerstörer, der gerade die Tante 4 in den Hangar aufsaugt per Fangstrahl. Und das könnten wir jetzt auch noch spielen, aber das gehört nicht mehr zum Let's Play. Very special thanks to George Lucas. ...41,2% haben wir in diesem Let's Play geschafft. Und wir spielen gerade immer noch Luke und Darth Vader, die beiden wichtigsten Personen in Episode 6, wie ich finde. Gut, das Imperium wurde besiegt, dieses Let's Play wird hier nun sein Ende finden. Ich muss es nochmal sagen, das Imperium wurde besiegt. Alle sind glücklich, Darth Vader wurde ehrenvoll mit einem Jedi-Begräbnis im Feuer begraben. Luke Skywalker wird nun Jedi-Meister werden, oder ist nun Jedi-Meister, wird vielleicht seine eigenen Kinder ausbilden. Han Solo wird auch wieder vorkommen in Star Wars Episode 7. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, zeigt mir das doch mal in Form eines Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Haut raus. Und ich sage ein letztes Mal Tschüss von Lego Star Wars, der kompletten Saga. Haut raus, bis dann und ciao.